Du hast was Neues, ihr habt was Neues mitgebracht. Genau. Das sieht ganz schön groß aus. Was ist denn da passiert? Ganz schön groß? Also, groß. Ach so, pappenmäßig. Pappenmäßig. Nicht, nicht gehäusemäßig. Ja, wir haben uns entschieden, mal einen 21er zu bauen. Mhm. In einem, ja, eigentlich in dem kleinsten Format, was man so finden kann. Mit 48 Kilogramm, auch der leichteste 21er, den ich jetzt so auf dem Markt finden könnte. Mit so einem fetten Motor auf jeden Fall. Ja, ich habe eine 1,8 kW Pappe drin, mit einer ganz neuen, modernen Antriebstechnologie. Da kann ich jetzt nicht ganz so viel zu sagen. Muss auch nicht. Darf ich auch nicht. Wir haben hier viel Entwicklungszeit und viel Testzeit reingesteckt in die ganze Geschichte. Ob es wirklich von der Abstimmfrequenz, von der Gitterkonstruktion war, wirklich von Grund auf neu gemacht. Ja. Mussten auch sehr viele verschiedene Chassis ausprobieren, um genau die genaue Kombination, weil es war halt die Aufgabe, es immer noch so zu machen, dass man es zur Not eventuell noch mal alleine bedienen kann. Ja. Deswegen hat man, ich weiß nicht, ob man das zeigen kann in der Kamera. Ich kann alles zeigen. Ach so. Ja, das ist alles. 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 Hobby. Du hast damit angefangen. Wir haben rundum Durchgreifgriffe gemacht und hier auch einen komplett drehbaren, der sich gut anfasst. Und Regenablauf wieder, ne? Und auch den bekannten Regenablauf aus dem Single 18er und auch aus dem Doppel 18er. Auch wieder auf beiden Seiten, also auf der Längsseite, auf der Querseite, die Gummifüße, dass man es hoch kann und quer einstellen kann. Mit den entsprechenden König und Meier M20-Flanschen, die einfach Standard sind. Für diese Bässe gibt es auch wieder ganz normal das Rollbrett, den Rolldolly. Wir haben auch einen Rolldolly, wo man drei nebeneinander stellen kann oder so wie es draußen auf der Messe steht, vier übereinander. Ist halt normal gurtbar, ist auch skalierbar. Der passt auch für den Single 18er. Und dann so einmal einen Truck schubsen quasi. Ja genau, das kannst du dir halt nachher aussuchen, ob du 100er Rollen oder wir haben auch 150er Rollen jetzt gefunden. Besser für den Acker auf jeden Fall. Ja, die sind auch schön breit, die haben ich glaube 7 oder 8 cm Laufflächenbreite, weil ich sage immer, das Schlimmste ist, wenn du das Ding über den Acker schieben sollst und der sackt so, ich sag mal 200 Kilo nachher irgendwo in den Boden. Ah, das hatten wir gerade erst, deswegen ist es immer gut, wenn die ein bisschen größer sind. Ja genau, das war halt so der Plan, denn halt Schutzhüllen dafür, für die Single. Es gibt eine Doppelschutzhülle und diese Doppelschutzhülle hat nachher auch noch den Vorteil, es gibt so, ich sag mal Adapterringe dafür. Mhm. Und mit diesen Adapterringen kannst du halt den dritten oder auch den vierten Bass noch umfassen. Quasi. Mit einkletten, genau. Ah, cool. Und damit kannst du halt wirklich variabel aufbauen mit einer Schutzhülle. Und bin Tour fertig quasi. Ja, Touring fertig. Kannst auch Cardio machen. Wir haben hier hinten, ich weiß nicht, ob man da rumkommen kann. Da muss ich ehrlich sagen, finde ich ziemlich cool, dass es diese Crossing-Buchse gibt. Manche sagten so, was soll das eigentlich? Ich habe gesagt, naja, du brauchst kein Drehkabel mehr. Genau, du brauchst einfach kein Wendekabel mehr, weil ich kenne das selber. Du kommst irgendwo auf den Job und dann auf einmal Mist. Wo ist das Wendekabel? Und du hast halt hier den Vorteil, du kannst mit einem vierpoligen Kabel reingehen. Normal hast du ja bei uns auf plus 2, minus 2 die Bässe. Ja, genau. Und auf plus 1, minus 1 die Top-Teile. Ja. Und jetzt kannst du dir halt einfach einen Patch-Bay bauen, wo du das dann rausführst oder ein NL8-Kabel, wie auch immer. Mhm. Gehst dann hier hin, gehst dann von einem Bass in den nächsten auf den plus 1, minus 1 und dann auf der anderen Seite in den plus 2, minus 2. Und hast dann so gesehen mit einer NL4-Leitung beide Channels ausgereicht. Beide Channels ausgereicht und vier Bässe gepowert. Genau. Ne? Angeschubst. Sag ich immer gerne. Angeschubst ist gut. Angeschubst finde ich immer gut. Tommy, vielen lieben Dank. Coole Kiste kann man übrigens auch für die, die halt noch hierher kommen wollen zur Messe, draußen hören. Denn ihr habt diesmal nämlich auch eine Live-Vorführung mit Icaray. Genau, wir sind das erste Mal draußen. Man kann das einmal hören mit der Venia 8, die hier hinter mir steht. Das ist auf sehr positive Resonanzen, weil das Format halt relativ klein ist gestoßen. Ich würde Resonanzen nicht als Tonhersteller sagen. Ja, also, das ist vielleicht ein Witz, tut mir leid. Gutes Feedback. Wie kann man so einen Witz denn jetzt im Live? Also, du bist Nehme, das ist einfach so. Ich habe Nehmer-Qualitäten. Ne? So, genau, genau. Auf gutes Feedback. Feedback darf man auch nicht sagen, ich weiß. Rückmeldung. Rückmeldung, genau. Das ist seriös, weißt du? Rückmeldung, jetzt haben wir es. Bekommen, weil das halt relativ klein und kompakt ist. Ja. Und auch mit 8,21ern gut mitspielt. Und dann kam auch sehr viel mit dem Set zusammen, mit dem Icaray, ja. Was ich von vielen gehört habe, sich sehr gut von der Box löst, akustisch, dass die Stimme genau vorm Gesicht gewesen ist. Aber ich sage am besten, man kommt vorbei und hört sich's an. Selber hören. Henning sagt immer, es ist ein großer Kopfhörer, gefühlt. Genau, so sagt er das zumindest. So ist es ja. Richtig. Und in dem Fall sage ich einfach vorbeikommen, anhören,
vielleicht auch euch nochmal treffen, nochmal vielleicht dabei ein bisschen fachsimpeln. Nochmal ein Pläuschen halten. Genau. Und dann ist das eine runde Geschichte, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall.